Tausende von Reisenden, tausende Tonnen Güter überqueren Tag für Tag auf allen Wegen die Grenzen unseres Landes. Jedoch nicht ohne die Zollkontrolle zu passieren. Wenn man die Aufgabe des Zolls an den Grenzübergangsstellen, zum Beispiel hier in Hirschberg, kurz erklären sollte, würde es ganz und gar sachlich heißen, die Mitarbeiter der Zollverwaltung haben die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der DDR im grenzüberschreitenden Waren-, Devisen- und Geldverkehr durchzusetzen. Und das bedeutet zu jeder Stunde über die strikte Wahrung der auf diesem Gebiet geltenden internationalen Verträge und Abkommen zu wachen, Schmuggel und Spekulation zu verhindern, und damit die Versuche, unserem Land politischen und ökonomischen Schaden zuzufügen, zu vereiteln. Es versteht sich von selbst, dass bei diesem Dienst Klugheit, sicheres Auftreten und vor allem politisches Verantwortungsbewusstsein zur persönlichen Ausrüstung gehören müssen. Sicherlich hat jeder schon einmal mit seinen Taschen und Koffern einem Zollkontrolleur oder einer Zollkontrolleurin gegenübergestanden. Mancher hat es womöglich auch nicht gleich einsehen wollen, dass hier nicht etwa Neugier oder Misstrauen, sondern Sorgfalt und Wachsamkeit im Interesse eines jeden von uns die Kontrolle bestimmen. Und auch hier bei der Abfertigung der Luftfracht, wenn noch gar keine Passagiere dabei sind. Die Autobahnbrücke über die Friedensgrenze bei Frankfurt an der Oder. Für uns eine Brücke zu Freunden. Und tatsächlich, angesichts der Reiseerleichterungen für polnische und DDR-Bürger auch immer deutlicheres Symbol des politischen und wirtschaftlichen, aber auch des persönlichen Zusammenwachsens mit unseren polnischen Nachbarn. Gleichzeitig benutzen diese Grenzübergangsstelle auch Touristen aus den westeuropäischen Ländern und werden selbstverständlich kontrolliert. Der tägliche Weg zur Arbeit im Frankfurter Halbleiterwerk führt diese polnischen Frauen und Mädchen über die Friedensbrücke. Auf diesem Bahnhof halten alle Züge, die aus der Volksrepublik Polen und aus der Sowjetunion kommen oder dorthin fahren. Allerdings hauptsächlich auch deswegen, damit Pass- und Zollkontrolleure zusteigen können. Здравствуйте, таможенная контролер ГДР. Прошу вашу паспорт и таможенную декларацию. Спасибо. Zollkontrolle im Zug. Auf der Fahrt jeweils von und nach Berlin und natürlich in russischer Sprache, das ist seit langem zeitsparende Praxis. Счастливую подругу, до свидания. Nicht nur gegensätzlich der Himmelsrichtung nach. Kontrolle an der Staatsgrenze zur BRD. An einer Grenze, die nach erklärter Absicht der jenseits Herrschenden durchlässig gemacht werden soll. Das ist keine innerdeutsche Grenze. Und auch unsere Zöllner stehen hier, um unsere Souveränität zu sichern. Guten Tag, Zollkontrolle der DDR, die Erklärung bitte. Sie reisen mit 3 Personen. Führen Sie Druckerzeugnisse mit, Zeitschriften, Romane, Prospekte, Kalender. Jeder Kontrolleur ist in seinen Entscheidungen ganz auf sich allein gestellt. Zwar sind die Genossen der Zollverwaltung weit davon entfernt, jeden Reisenden zu verdächtigen, aber eines wissen sie genau.
Was ich nicht erkenne, was meiner Aufmerksamkeit entgeht oder durch meine unrichtige Entscheidung nicht verhindert wird, kann meinem Land schaden, kann nicht wieder gutzumachende Folgen haben. So, würden Sie bitte mal die oberen Gegenstände herausnehmen? Nehmen Sie es mal heraus, legen Sie es bitte mal zur Seite. Würden Sie jetzt bitte mal so anheben, dass ich immer dazwischen schauen kann? Bitte eins nach dem anderen. Hier eine Auswahl von Devisen, die ungesetzlich in die DDR eingeführt werden sollten. Und hochwertigen Erzeugnissen unserer Produktion. Vor allem optische Geräte, Pelze und Textilien, deren Ausfuhr verhindert wurde. Ebenso wie die von Markenporzellan, Antiquitäten und Briefmarken. Auch das hier ist Grenze. Hier verläuft sie allerdings quer über den Packtisch der Post. Es sind tausende Sendungen am Tag, die allein in einem Postzollamt in beiden Richtungen durchkommen, und auch hier wird jede ungesetzliche Ein- oder Ausfuhr unterbunden. Das sind Beispiele, die eindeutig den Missbrauch des Postverkehrs beweisen. Alles das sollte illegal zu uns eingeführt werden. Angefangen bei Geld der Notenbank der DDR bis hin zum Rauschgift. Aber auch die verbotene Einfuhr von Schund- und Schmutzliteratur, Lanzerheften und anderen Schriften mit volksverhetzendem Inhalt wird laufend verhindert. Und die Liste der von der Zollverwaltung eingezogenen Gegenstände reicht von offener Pornografie bis hin zu Revanchismus, Faschismus und Militarismus. Auf dem Güterbahnhof Gerstungen erfüllen unsere Zöllner wichtige Kontroll- und Schutzfunktionen. Sie überprüfen die Richtigkeit der erforderlichen Begleitdokumente und verhindern mit Hilfe der Diensthunde die gesetzwidrige Schleusung von Menschen, von Materialien aller Art, so raffiniert das Versteck auch sein mag. Wenn im Transitverkehr vor allem die Zollverschlüsse kontrolliert werden, so müssen doch Einfuhren gründlicher untersucht werden. An den Grenzen der DDR werden, auch wie hier in Hirschberg, gemeinsam mit den zuständigen Organen Kontrollen zum Schutz der menschlichen Gesundheit sowie der Tier- und Pflanzenwelt vorgenommen. Über 60 Züge täglich müssen auf dem Güterbahnhof Frankfurt-Oder abgefertigt werden. Für den Zöllner heißt das ein tägliches Laufpensum bis zu 15 Kilometern. Über diesen Bahnhof geht der entscheidende Teil unseres Handels mit der Volksrepublik Polen und vor allem fast der gesamte Warenaustausch mit der Sowjetunion, sofern er mit der Bahn erfolgt. Und auch hier ein deutliches Zeichen für das Vertrauen zu unseren Bruderländern. Unsere Eingangskontrollen beschränken sich auf das Notwendigste. Nur wenn Unregelmäßigkeiten offensichtlich sind, wird überprüft.
Unsere Ausfuhrgüter verlassen jedoch sorgfältig kontrolliert unser Land. Denn unsere Zöllner verleihen hier dem Leitspruch »Meine Hand für mein Produkt die letzte Garantie« und erweisen sich so als echte Mitarbeiter der Außenwirtschaft der DDR. Unsere Freunde sollen kein Produkt bekommen, das den Werktätigen der DDR nicht alle Ehre macht. So kann man auf diesem Bahnhof ein Stück sozialistischer Integration erleben. Hier im Berliner Glühlampenwerk Narva gewinnen wir einen kleinen Einblick in die Arbeit der Mitarbeiter des Binnenzollamtes. Diese Kontrolle verlangt vom Zöllner nicht nur genaue Warenkenntnis, sondern auch einen scharfen Blick für sach- und transportgerechte Verpackung. Diese moderne Form für den Transport von Stückgütern hat viele Vorteile. Einer davon: Die Container werden im Herstellerbetrieb beladen und vom Binnenzollamt abgefertigt, sodass eine letzte Kontrolle vor dem Export, zum Beispiel im Rostocker Überseehafen, kurz sein kann und sich lediglich auf Stichproben erstreckt. Die DDR ist ein wirtschaftsstarkes Exportland. Das offenbart sich auch hier in Rostock. Die Kontrolle der Übereinstimmung von Waren und Papieren in den Lagerhallen des Hafens gehört genauso zu den Pflichten der Zollkontrolleure wie die Kontrolle an Bord eines unserer modernen Frachtschiffe. Und das ist auch Kontrollbereich, die Ostsee. Diese Genossen sind Seeleute und Zöllner zugleich. Stimmen Sie bitte ein von Ihrer Besatzung, der zur Kontrolle mitgeht, oder? Waffen! Geben Sie bitte mal die Netze hoch. Ja, danke schön. Fährhafen Sassnitz. Endpunkt einer wichtigen und vor allem schnellen Transitverbindung von und nach Schweden. International beliebt, weil hier modern abgefertigt wird. Und eines sollte noch deutlich ausgesprochen werden. Die Mitarbeiter der Zollverwaltung gehören zu den ersten Bürgern der DDR, die dem ankommenden Reisenden gegenübertreten. Sie bestimmen ganz entscheidend den Eindruck, den man von uns gewinnt. Sie sind Repräsentanten unseres Staates. An der Fachschule der Zollverwaltung in Plessow wird ein Teil unserer Zöllner weiterqualifiziert. Vielfältig und intensiv ist das Unterrichtsprogramm,
Modern sind die Lehrmethoden und praxisverbunden die Vorlesungen und Übungen an dieser Bildungsstätte. Wer kann hier nach mehrjähriger praktischer Arbeit studieren? Wer kann überhaupt sozialistischer Zöllner werden? Jeder, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden unserer Gesellschaft steht und neben einer guten Schulbildung über hohe menschliche und berufliche Erfahrungen verfügt. Fremdsprachenunterricht in modernen Sprachkabinetten gehört genauso zum Programm der Schule wie Körperertüchtigung, hier Judo-Training und militärische Ausbildung. Und so lebt man im Wohnheim der Schule. Auch für ärztliche Betreuung ist gesorgt. Wie dann auch später, wenn man wieder im operativen Dienst steht, ein Urlaub in einem Ferienheim der Zollverwaltung, zum Beispiel in Binz, möglich ist. Die Genossen der Zollverwaltung der DDR leisten zuverlässig ihren Dienst, wohl ausgestattet mit reichen politischen und fachlichen Fähigkeiten. Unsere Zöllner stehen im Blickpunkt der Öffentlichkeit und erfüllen gemeinsam mit anderen Organen unserer Republik den Auftrag, unsere Staatsgrenze zu sichern. Ihre Tätigkeit ist ehrenvoller Dienst und Beruf zugleich.